Für bestimmte Aufgaben sind Quantencomputer viel schneller als unsere heutigen Computer. Das ist wie eine Schnecke im Vergleich zu einem ICE. So könnten wir mit Quantencomputern sehr komplizierte Berechnungen machen, die heute einfach noch viel zu lange dauern würden. Große Unternehmen, Forschungsinstitute und Staaten arbeiten mit Hochdruck daran, Quantencomputer nutzbar zu machen. Doch wie unterscheidet er sich überhaupt von den Computern, die wir bisher kennen? Das ist ein Bit. Es ist die kleinste elektronische Einheit, mit der ein herkömmlicher Computer arbeitet. Ein Bit kann entweder 0 oder 1 sein. Alle Informationen auf unseren heutigen Computern oder Smartphones bestehen aus Bits. Das heißt aus Nullen und Einsen. Wie zum Beispiel Texte, Videos oder Sprachnachrichten, die wir über Messenger versenden. Sie werden in riesige Zahlenfolgen zerlegt. Bei Quantencomputern funktioniert das ganz anders. Sie arbeiten nicht mit elektrischen Zuständen, sondern nutzen Qubits, also Quantenbits. Qubits sind spezielle Quanten, die wir gezielt beeinflussen können. Qubits können gleichzeitig im Zustand 0 und 1 sein, aber auch in unendlich vielen Zuständen dazwischen. Dieser Effekt ist für uns kaum vorstellbar und wird in der Quantenwelt Superposition genannt. Das ist wie eine Münze, die sich ganz schnell dreht. Sie ist weder Kopf noch Zahl, bis wir sie stoppen. Genauso ist es auch mit Qubits, die sich erst beim Messen festlegen müssen, ob sie 0 oder 1 sind. Mit diesem Effekt und der Verschränkung, also der Verbindung von Qubits, werden versucht, Berechnungen zu machen. Das funktioniert aber noch nicht ganz perfekt, denn es ist schwierig, die Qubits längere Zeit in diesem Zustand zu halten. Außerdem gibt es manchmal noch Rechenfehler, die korrigiert werden müssen. Und es ist auch nicht so einfach, die Qubits richtig auszulesen. Aktuell gibt es noch keinen Quantencomputer, der allgemein nutzbar ist. Aber es konnte gezeigt werden, dass die Idee funktioniert. Um die Qubits herzustellen und für Berechnung zu nutzen, gibt es verschiedene Verfahren. Für supraleitende Quantencomputer werden Stromkreise extrem heruntergekühlt. Für Ionenfallen-Quantencomputer werden einzelne Atome aufgeladen und mit elektrischen Feldern eingesperrt. Aber es gibt auch noch andere Verfahren, an denen geforscht wird. Welches Verfahren sich am Ende wirklich durchsetzt, wissen wir aber noch nicht. Heutige Supercomputer können Quantencomputer simulieren. Die Quantencomputer werden also keine neuen Sachen berechnen können, aber durch das Ausnutzen der Quantenmechanik können sie in manchen Fällen sehr viel schneller sein. Das betrifft vor allem Berechnungen, bei denen eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten ausgewertet und getestet werden müssen. Zum Beispiel muss ein normaler Computer in einem Labyrinth alle Wege einmal gehen, um den kürzesten Weg zum Ausgang zu finden. Quantencomputer könnten aber alle Wege gleichzeitig gehen. Quantencomputer könnten uns auch helfen, maschinelles Lernen zu verbessern, neue Medikamente zu finden oder das Klima besser zu verstehen und zu untersuchen.